Windows United. Ein Windows, eine Community. Yo, Leo Klint hier von windowsunited.de. Hallo. Das Gerät, das ich euch heute zum Unboxing vorstellen will, ist das Acer Jade Primo. Wir sind eine der ersten, die das bekommen haben. In einem ziemlich großen Paket ist es gekommen. Das Business Pack hier mit der Docking Station. Und ja, ich bin wirklich gespannt, wie es sich schlagen wird, das Acer Jade Primo. Wir haben lange darauf gewartet. Ich werde es auch dann kurz mit dem Lumia 950 vergleichen. Ja, springen wir ins Unboxing und bis gleich. Ja, da wären wir beim Unboxing des Acer Liquid Jade Primo, das Business Pack. Das bedeutet einfach nur, dass die Docking Station mit dabei ist. Es gibt auch noch eins mit Monitor, Tastatur und Maus. Das ist dann noch ein bisschen teurer. Ich weiß aber gar nicht, ob das im Verkauf ist. Wir packen es mal aus. Die Box ist riesig, ey. Riesig fettes Ding. Hier denke ich mal. Genau. Und hier ist es. Aha, zwei. Logisch eigentlich. Das Liquid Jade Primo und das Display Dock. Zwei Kisten haben wir. Ich hole mal beide raus. Können wir uns der Verpackung entledigen. So, womit fangen wir an? Links, rechts, links, rechts. Fangen wir mit dem Handy an, oder? Ja. Okay. Hier vorne sieht man das Liquid Jade Primo von Acer. 5,5 Zoll, High-End, 808 Snapdragon, 6-Core Prozessor, 21 Megapixel Kamera, also ein richtig fettes Teil. 5,5 Zoll groß, sagte ich ja schon. Mir hat die Form gefallen, so diese abgerundeten Ecken finde ich eigentlich ganz, ganz nice. Und sind mal eine Abwechslung von der Lumia-Seite. Das können wir auch rausmachen. Ganz schöne Packung. Weiß nicht, ob man das so sehen kann. Hier steht Liquid Jade Primo. Die Packung ist so ein Kevlar-artiges Material. Hier denke ich mal genau. Und da ist es auch schon. Das Liquid Jade Primo. Mein Wurstfingern. Okay, legen wir es mal kurz zur Seite. Gucken wir uns den Verpackungsinhalt an. Der Vollständigkeit halber. Hier haben wir alles raus. Alles dabei, ey. So. Und hier, nur damit ihr es auch seht, dass ihr eine Gebrauchsanweisung habt, damit ihr wisst, wie ein Smartphone funktioniert. So können wir auch die Packung wegmachen. Was ist drin? Ganz schön viel. Wir haben hier einen Adapter für den Stromstecker mit dem UK-Anschluss und dem Standard-europäischen Anschluss. Dann haben wir hier ein USB-C-Kabel. Sehr cool. Einzeln, das ist immer wichtig, dass man das separat hat. Hier die Kopfhörer, werden wohl Standard-Billig-Kopfhörer sein, aber immerhin mit Aufsätzen für eure Ohren. Ja, super. Kommen wir wieder zum Gerät. Wir haben also 5,5 Zoll AMOLED, habe ich eigentlich schon alles gesagt, 21 Megapixel. Dann machen wir es einfach mal auf. Aha. Sehr leicht ist es. Das ist schon mal cool. Achso, man muss das so rausholen. Und hier ist es. Das Acer Jade. Ne, Liquid Jade Primo. 5,5 Zoll. Wunderschön eigentlich, finde ich. Gucken wir uns mal die Rückseite an. Ich hoffe, dass man das sieht. Das ist so ein metallenes Finish. Aber es ist. Ja, es ist Plastik. Dann haben wir hier so eine kleine Chrom, so eine feine Chromleiste. Finde ich auch sehr schön. Das Gerät wiegt 150 Gramm, also wirklich nicht so schwer für die Größe. Und liegt sehr gut in der Hand durch die Rundung. Ganz schön eigentlich. Wir haben hier die Lautstärkewippe, den An-Ausschalter. Das haben wir auf der Rückseite. Das Acer-Logo, ganz schön im Chrom gehalten. Hier den Double-LED-Flash. Die Kamera, den Einschub für MicroSD und SIM-Karte, Nano-SIM. Sehr cool. Dann schauen wir uns da noch mal kurz die Docking-Station an. Und in der Zwischenzeit kann mein Assistent an der Kamera das Telefon einrichten. Die Docking-Station ist hier, das Display-Dock. Das machen wir schnell und schmerzlos, wenn ich es denn mal aufkriege. Aha, okay.
Das ist hier an der Seite ist ein Aufkleber. So. Auf der anderen Seite wahrscheinlich auch. Ah, okay, das kann man rausdrücken. Anders als bei der Microsoft, bei der Continuum Box, kann man das Acer reinstellen. Also, das hat zwar den Vorteil, dass es irgendwie stylischer aussieht, aber den Nachteil, dass man das Handy irgendwie nicht bedienen kann. Ne? Während das da drin steht, man kann nicht telefonieren oder sowas, das müsste man dafür rausholen und dann ist die Verbindung unterbrochen. Ja, gut, das muss man in Kauf nehmen, wenn man den stylischeren Ständer haben möchte. Auch hier einige Packungen, legen wir das mal kurz zur Seite. Also das ist die Box hier, die gucken wir uns gleich an. Mal sehen, was hier drin ist. Wahrscheinlich die ganzen Kabel und so weiter. Genau, das ist das Stromkabel. Genau, hier mit europäischem Anschluss. Alles klar. Dann gucken wir uns mal kurz die Docking Station an. Wir haben hier zwei USB-Anschlüsse. Wir haben auf der anderen Seite einen HDMI-Anschluss und ein... Was ist das? Was ist das eigentlich? Das ist eine gute Frage. Thunderbolt-Anschluss? Nee. Okay. Bin ich gerade überfragt, was das ist? Oder stehe gerade einfach nur auf dem Schlauch? Okay. Wir haben also sehr viele Anschlüsse hier, die wir auch bei der Docking Station von Microsoft haben. Hier wird Lautsprecheranschluss sein. Und das Smartphone steckt ihr dann einfach so rein. Okay, ich richte jetzt schnell noch das Handy ein, beziehungsweise gucke, wie es eingerichtet wurde und dann melde ich mich zurück. Jo, es ist jetzt alles fertig eingerichtet beim Acer Jet Primo und das Erste, was ich sagen muss, als ich den Display angemacht habe, ist, wow, der sieht echt sehr nice aus. Sehr kräftige Farben, Full HD, merkt man keinen Unterschied zu dem Quad HD vom Lumia 950. Sowieso nicht, ich halte das für vollkommenen Schwachsinn, in 5,5 oder 5,7 Zoll so ein hochauflösendes Display einzubauen, geht nur auf den Akku. Deswegen denke ich, dass auch das Jet Primo eine sehr gute Akkulaufzeit haben wird. Sehr geile Farben hier und was ich auf den ersten Blick feststellen kann, auch eine sehr flüssige Performance. Snapdragon 808 Prozessor ist ein 6-Kern Prozessor, 3 GB RAM. Sollte dementsprechend auch alles flüssig laufen. Ich nehme jetzt mal das 950 hier dazu, ist natürlich viel kleiner. Auch etwas dicker fühlt es sich an. Ist jetzt natürlich ein anderes Wallpaper, aber wir können ja mal kurz vergleichen. Die einzelnen Apps kurz vielleicht starten. Machen wir mal Groove Music, 1, 2, 3. Und ja, quasi gleiche, es sind ja die gleichen Specs, die hier sind. Vielleicht mal die Nachrichten-App. Ja, die ist auf dem Jet Primo jetzt nicht eingerichtet und nicht mal runtergeladen. Achso, es war nur ein Shortcut. Okay, gehen wir vielleicht nochmal einmal zu Filme und TV, um das Ganze mal noch einmal zu sehen. Aber die Performance, ja, dürfte gleich sein. Ganz klar. Also, auf den ersten Blick gefällt mir der Screen besser als beim 950, obwohl da auch ein AMOLED verbaut ist. Wir können uns ja mal ganz kurz angucken, hier, was für ein Bild wir drauf haben. Gehen wir mal auf Einstellungen, System und Info. Wir haben die Bild 1058-6107. 164 ist die aktuelle. Ich schätze, wenn ich auf Update gehe, steht die auch schon bereit. Was mich zunächst mal gefreut hat hier, ist die Extras-Einstellung. Also ich dachte, vielleicht gibt es hier einen Equalizer, wie wir das von den Lumias kennen, oder sonstige Goodies, aber es ist hier nur Geräteinfo und Kurzanleitung. Naja, immerhin gibt es die Option, vielleicht wird die ja noch ausgebaut von Acer. Wir gucken mal. Also so macht das Gerät echt einen sehr schönen Eindruck. Ich werde im ausführlichen zweiwöchigen Test auch nochmal den Fingerprint-Scanner und so weiter alles testen. Die Kamera, ich freue mich auf die 21-Megapixel-Kamera. Die ist noch so das große Fragezeichen, würde ich sagen. Und ja, mal schauen. Das war's von mir, Leonard Klint von WindowsUnited.de. Freut euch auf den ausführlichen Test, den es bei uns natürlich auf dem Blog gibt. Und ja, ansonsten noch viel Spaß. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns.